In Hamburg nimmt der Traumgarten dieser Jugendstil-Villa Konturen an. Hier ist in den letzten 5 Monaten viel passiert. Ein Poolhaus mit Außenküche wurde gebaut, sowie der dazugehörige Pool. Jetzt muss nur noch die grüne Oase fertiggestellt werden. Doch davor möchte Meistergärtner Jochen Gemp den Bauherren sein Beleuchtungskonzept vorstellen. Also mit Licht kann ich natürlich im Garten großartige Effekte erzielen. Das ist das eigentlich das stimmungsvollste und auch emotionalste Element, was man im Garten einbringen kann. Und das muss aber wirklich feinfühlig aufeinander abgestimmt sein, dass es nicht plump wirkt, dass es nicht zu hell und zu grell ist. Das perfekte Lichtdesign ist für die Gesamtwirkung des Villengartens entscheidend. Ich habe hier noch ein paar Bilder, wie ich es mir vorstelle. Dass wir dann wirklich dann schauen, welche Leuchte passt an welche Situation. Dass wir das dann hier noch mal technisch einmal zu Ende denken. Dass wir das noch mal prüfen, welchen Abstrahlwinkel wollen wir haben, welche Lichtfarbe wollen wir haben, welchen Lichtfilter vielleicht auch, um da noch mal besondere Effekte zu erzielen. Ja, das ist natürlich so kompliziert, dass man sich etwas vorstellen muss, was noch nicht da ist. Das heißt, jeden einzelnen Bereich noch mal durchdenken, wie könnte das wirken? Wie kann das mit der Lichtfarbe wirken? Wie kann das mit der Lichtfarbe wirken? Es gibt Rechenprogramme, die Lichtfarben und Lichtquellen auch simulieren. Aber das ist alles Theorie. Das heißt wirklich, wenn man es gut machen möchte, ist das sozusagen Hand- oder beziehungsweise Kopfarbeit. Vielleicht auch wichtig, dass wir noch mehrere Akzente im Garten setzen. Also sei es jetzt in der Bepflanzung, im Rasen oder entlang der Mauer. Dazu passt ja diese Leuchte hier perfekt auch vom Farbthema, oder? Genau, das ist wirklich so auch diese Oberfläche, die ich dann auch in der Leuchte haben möchte, in den Spots, dass das aufeinander abgestimmt ist. Und dann haben wir alles wirklich feinfühlig auch farbharmonisch zusammengestellt. Das passt wirklich sehr, sehr gut. Ja. Auch von der Lichtfarbe, ne? Das ist ja richtig harmonisch dann. Genau. Wunderbar. Die Zielsetzung hier ist ja, ein Urlaubsdomizil im eigenen Garten zu generieren. Und gerade auch mit diesen Dekoleuchten, die ich hier vorgesehen habe, bekomme ich ein bisschen exotischen Touch auch mit rein. Und das sind so die Feinheiten, die dann diese Stimmung auch erzeugen und die dann sicherlich dann auch diesen Wow-Effekt für die Bauherren dann auch generieren. Bevor Jochen Gemp seine Kunden trifft, überlegen die Bauherren, was ihnen bei der Beleuchtung wichtig ist. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen, dass wir auch die Treppe beleuchten. Das hat Herr Gemp gesagt, dass er das ganz schön finden würde, wenn es nicht so ein schwarzes Loch ist, wenn man hier sitzt, dass man raufguckt und die Tiefe hat. Und auch die Treppenstufen überhaupt sieht. Ja, genau. Wenn man auch geht. Wir haben ja links und rechts ja die beiden Flammen, aber die sind ja auch nicht immer an. Die sind ja nur an, wenn wir hier sitzen. Was für uns beide auch noch mal wichtig ist, ist, dass das Ganze nicht zu viel wird. Also, dass man das ganz subtil beleuchtet alles. Also, dass wir nicht zu sehr das ganze Haus und die ganze Gartenanlage beleuchten, weil es sonst einfach auch zu auffällig ist. Also, es soll alles so ein bisschen subtiler und trotzdem schön beleuchtet sein. Bei anbrechender Dunkelheit will Jochen Gemp die Bauherren von seinen Beleuchtungsideen überzeugen. Die wichtigsten Lichtobjekte hat der Meistergärtner gleich mitgebracht. So, jetzt kommen die Lampen. Hallo, Herr Gemp. Ja, wunderschönen guten Abend. Na, hallo. Schönen Abend. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Dass wir die Beleuchtung initiieren können. Ja. Dass wir ein bisschen Probebeleuchtung machen, Dekoleuchten mal ausprobieren, dass wir auch mal in live gesehen haben. So, und dann stecken wir die Leuchte hier gleich mal ein, weil ich denke, das ist auch ein prädestiniertes Plätzchen, um die hier zu positionieren. Ah, schön. Auch so ein warmes Licht, das ist ganz angenehm, das blendet nicht und ist ganz schön. Das ist wirklich stimmungsvoll. Ja, sehr schön. Wenn man sich das dann eben so mal anschaut in der Kombination, Pflanzgefäß, passt super. Liegen, Leuchte. Ganz toll, das ist sehr harmonisch, passt super gut auch von der Farbe. So, ein wichtiger Punkt bei der Lichtplanung ist natürlich der Pool. Der ist natürlich von seiner Größe und von seiner Leuchtkraft entscheidend für die Lichtqualität im Garten. Wir haben den Pool, wir haben das Poolhaus, dass wir das, was Sie ja vorher angesprochen haben, dass wir nicht zu viel Licht im Garten haben, dass es nicht zu überbeleuchtet ist. Das darf nicht passieren. Ja. Und deshalb muss man Hauptaugenmerk auf den Pool richten. Also über die Fernbedienung kann man eben die Farben regulieren. Und es sind ein paar spannende Farben dabei. Manche sind natürlich auch viel zu grell. Das möchte man sicherlich nicht haben, aber ich mache es auch gerne, je nachdem, wenn es wirklich Hochsommer ist. Ein bisschen blau ist immer so einladend, abkühlend.
Wenn es ein bisschen später zur Jahreszeit ist, im Herbst oder so, bringe ich gerne so ein bisschen Rotton mit rein. Das ist auch so ein bisschen suggeriert mehr Wärme. Ein Pool für alle Jahreszeiten also. Es kann ruhig ein bisschen greller sein, wenn alles andere einfarbig ist. Dann kann der Pool so ein bisschen als Lichtobjekt schon eine andere Farbe haben. Das glaube ich schon. Ja, das finde ich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man hier abends, wenn man auch mal mit Freunden zusammensitzt und vielleicht mal eine Party hat oder einen Geburtstag feiert, dass das dann ein besonderes Highlight ist und dann eben nicht so eintönig ist, sondern eben ein besonderes Highlight, was zur Geltung kommt. Südlich von München, im bayerischen Oberland, wünschen sich Ursula und Michael einen neuen Traumgarten. Es ist ja ein Hanggrundstück mit verschiedenen Ebenen, sodass das gar nicht so einfach ist, sich vorzustellen, was man eigentlich mit so einem Grundstück am besten macht. Die Beschaffenheit des Grundstücks ist die große Herausforderung. Doch Meistergärtner Jan van de Botermeet weiß, worauf es dabei ankommt. Am Hanggrundstück ist es immer so, dass man die Leute ein bisschen animieren muss, dass sie auch runtergehen und wieder hochkommen, also praktisch den gesamten Garten dann auch tatsächlich nutzen oder nutzen wollen. Und die Vision ist, dass die das auch gerne machen. Er hat für Ursula und Michael einen exklusiven Entwurf entwickelt. Auf verschiedenen Ebenen des Grundstücks sollen Rückzugsorte geschaffen werden, die zum Verweilen einladen. Seit 3 Monaten arbeitet der Meistergärtner bereits an dem Projekt. In dieser Zeit wurden Findlinge gesetzt, die Terrassen angelegt und der Garten für die Bepflanzung vorbereitet. Jetzt soll er endlich begrünt werden. Dafür ist Landschaftsdesigner Jan van de Botermeet heute mit Ursula und Michael in einer großen Baumschule bei München verabredet. Also mit dem Termin heute würde ich gerne erreichen, dass ich so besser verstehe, was die Kunden interessant finden, was sie gerne im Garten haben wollen, welche Farben, welche Pflanzensorten. Es ist toll, finde ich, wenn man durch den Garten geht und nicht nur gucken kann, sondern auch die anderen Sinne sozusagen bedient werden und es super riecht. Doch zuerst geht es zu den Obstgehölzen. Im oberen Bereich des Grundstücks plant der Meistergärtner nämlich einen kleinen Obsthain. Da sind wir jetzt bei den Apfelsorten. Mhm. Da haben wir einen Welland ausgesucht. Der Wellandapfel blüht von April bis Mai. Im September sind dann seine knackig roten, feinsäuerlichen Früchte reif. Lange Winter und starker Frost bestimmen die Auswahl der Pflanzen für den Garten im Voralpenland. Jetzt, wo wir die Pflanzen live gesehen haben und in Farbe, und vor allen Dingen durch die Erklärung von Jan, habe ich mich zumindest sehr gut orientieren können und habe jetzt eine viel klarere Vorstellung davon, wie es dann mal später aussehen wird.